Hallo zusammen. Ich bin jetzt gerade unterwegs zum nächsten Windpark, der sich auf der anderen Seite des Kinzigtals befindet, beziehungsweise am oberen Ende des Elztals, das sich nordwestlich von Freiburg erstreckt. Und hier treffen sich die beiden Täler, an der Prechtaler Schanze. So heißt der Windpark hier. Entstanden ist er 2015, 2016 in zwei Bauabschnitten mit insgesamt sechs Anlagen: drei Enercon E101, drei Enercon E115. Die E101 befinden sich hier drüben. Die liegen am höchsten. Nabenhöhe 149 Meter. Im Hintergrund dann noch eine E115. Und die beiden anderen E115 befinden sich quasi auf dem benachbarten Berg. Hier ist einer. Und hier oben hinterm Wald befindet sich die andere Anlage. Ja, ein super schöner Windpark. Das hier ist ein Top-Standort. Also die Erträge des Parks liegen weit über den prognostizierten Werten. Also der läuft echt richtig gut. Die Anlagen stehen hier auch echt perfekt in einer Reihe, genau in der Hauptwindrichtung. Es ist meistens Süd-Südost. Ja, das ist echt erfreulich. Also der Windpark läuft echt super gut. Ja, dann werde ich mal zu den Anlagen hinfahren. So, von hier aus sieht man nochmal schön die beiden E115 im Wald, die hier auf dem benachbarten Berg stehen. Ist auch ein cooles Bild. Ja, die Anlagen hier haben noch das etwas ältere Design mit dem eiförmigen Maschinenhaus. Mittlerweile ist es ja hinten abgeflacht, Flacharsch, wie manche gerne sagen. Und eine Typenbezeichnung ist hier auch noch drauf, gibt es mittlerweile leider auch nicht mehr. Ja, und mittlerweile geht auch die Tendenz eher dahin, den roten Streifen einmal komplett ums Maschinenhaus drumherum zu machen. Hier ist jetzt nur ein roter Streifen. Ja, hier ist auch nochmal das Logo vom Betreiber drauf, E-Werk Mittelbaden. Ja, die E115 wurde in den letzten Jahren sehr viel gebaut hier im Schwarzwald. Mittlerweile gibt es jetzt wieder größere Anlagen. E138 ist jetzt auch einiges in Planung. E160 auch. Aber ja, so vor ein paar Jahren wurden hier echt viele E115 gebaut. Ist auch eine geile Anlage. So, jetzt habe ich es endlich hier auf die Prechtaler Schanze geschafft. Puh, meine Oberschenkel brennen wie Feuer. Aber es hat sich echt gelohnt. Die Anlagen werden gerade super schön vom Abendlicht angestrahlt. Wunderschön. Ja, ich bin jetzt hier bei den E101. Die liegen etwas höher. Insgesamt drei Stück, 149 Meter Nabenhöhe. Das sind die beiden hier. Und ich stehe gerade unter der anderen E101. Da ist sie. Ist echt krass, wie der Wind hier geht. Heute Morgen, als ich meine Tour angefangen habe und hoch zum Hohen Lochen geradelt bin, war es noch super windstill. Aber ja, hier scheint der Wind ganz schön kräftig zu blasen. Hier weiter rechts ist dann auch noch eine E115. Die steht etwas tiefer, so wie die anderen beiden E115 auch. Aber dafür gibt es einen größeren Rotordurchmesser.
Hier hinten ist auch noch ein Windpark. Das ist der Windpark Hornberg. Da steht auch noch eine E115, zwei E82 und zwei kleine Fuhrländer, FL1000. Da würde ich auch gerne mal hin. Ja, das ist echt ein toller Windpark. Also, wie schon erwähnt, die Anlagen bringen eine super Leistung. Die Erträge liegen weit über den prognostizierten Erträgen. Ja, top Standort hier. Ja, hier gibt es auch noch mal eine schöne Infotafel zum Windpark mit ein paar Bildern vom Aufbau. Hier nochmal die technischen Daten. Ja, 3E101, 3E115, 149 Meter Nabenhöhe. Ertrag 2017 45 Millionen Kilowattstunden. Deckt den Verbrauch von 16.500 Haushalten. Und hier unten steht nochmal die Windausbeute. Der 6 Windenergieanlagen liegt seit Inbetriebnahme meistens über den Planwerten. Da sieht man es nochmal deutlich. Also grau sind die Planwerte und rot ist der tatsächliche Ertrag. Und ja, die Windenergieanlagen liegen häufig über den Planwerten. Sehr erfreulich. Ja, wie gesagt, der Betreiber ist das E-Werk Mittelbaden. Auf der Anlage an sich steht es auch noch mal drauf. Da oben steht es noch mal, E-Werk Mittelbaden. Die gibt echt richtig Gas, die E101. Was ich so krass finde, die Ausmaße von diesem 149 Meter Turm. Also das finde ich echt krass. Ich weiß nicht, ob das täuscht, aber die Türme von der E138 zum Beispiel, die neuen Max-Bögel-Türme, kommen mir viel, viel schlanker vor. Also dieser 149 Meter Turm, der ist echt gewaltig. Der ist so fett. Die schöne E101, auch eine meiner Lieblingsanlagen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, aber ich bin mir relativ sicher, dass der neue Max-Bögel-Turm viel schlanker ist. Gibt ja auch Leute, die den Umfang von Windkraftanlagen messen. Die wissen das bestimmt. Hier nochmal die anderen Anlagen und eine wunderschöne Sicht auf den Schwarzwald, der jetzt schön angestrahlt wird. So, ich stehe jetzt hier nochmal etwas weiter tiefer in der Nähe von der E115 und hier hat man echt nochmal einen super schönen Blick auf die drei E101 von unten aus gesehen. Die stehen hier schön in einer Reihe. Ist echt ein super schönes Bild. Die Anlagen werden gerade echt schön vom Abendlicht angestrahlt. Die sind alle so ein bisschen in Treppenstufen angeordnet. Die linke Anlage ist die am höchsten gelegene Anlage und die anderen liegen alle ein bisschen niedriger. Hier hat man auch noch mal einen echt schönen Blick auf den Schwarzwald. Ja, der Nebel kommt so langsam rein. Hier hinten sieht man noch mal den Windpark Hornberg. Auch eine E115 und zwei E82. Und die Fuhrländer FL1000. Ja, und hier ist die E115, das Monster.
Ich finde den 149 Meter Turm einfach so beeindruckend. Also ich meine, die neuen 160 Meter Türme für die EP3 von Max Bögl sind ja schon beeindruckend, aber die Dimensionen von dem Turm hier finde ich irgendwie noch beeindruckender. Der ist so massiv unten an der Basis, das ist echt krass. Ja, die Anlage hier steht wesentlich tiefer, aber hat ja auch daher einen größeren Rotordurchmesser, um den Wind einzufangen. Ja, die läuft echt gut. Und was mir aufgefallen ist, die Anlage hat auch Trailing Edge Serrations. Das haben die anderen Anlagen nicht. Die E101 hat das zum Beispiel nicht. Ich habe aber auch noch nie eine E101 mit Trailing Edge Serrations gesehen. Kommt bei der E101 glaube ich auch gar nicht zum Einsatz. Die älteren E115 haben das auch noch nicht, nur die neueren. Schon eine geile Anlage, die E115. Das Flügeldesign finde ich auch ziemlich cool. Auch zweigeteilt. Ich glaube, die EP4-Plattform hat ja auch darauf basiert. Sieht man es nochmal schön, E115. Ist auch schön von der Abendsonne angestrahlt. Ja, dann war es das auch hier aus dem Windpark Brechtaler Schanze. Sehr cooler Windpark. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare, freue ich mich drüber. Mehr Videos zu anderen Windparks gibt es natürlich auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne abonnieren. Ja, dann verabschiede ich mich. Meine Hände frieren langsam ein und die Sonne geht auch bald unter. Ich muss mich jetzt langsam mal nach Hause schaffen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Und bis bald, Freunde.